Servus Leute, ich weiß, wir stehen keine Mützen. Oder was sagt ihr? Schreibt's mir in die Kommentare, aber meine Haare sehen heute richtig wild aus, deswegen dachte ich Mütze, Schal, richtig ordentlich. Ich sehe aus wie so ein Ultra-Junge. Huh. Ich bin auf jeden Fall ein Ultra-Fan von dieser Karriere, deswegen heute Folge Nummer 4. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Auf geht's los! Die Kölner, die lieben Kölner, Platz 12. UPS-Werbung. Auf geht's ins Spiel gegen Köln! Vamos! 30 Minuten noch nicht viel getan, aber Gott sei Dank halt auch nicht bei den Kölnern, muss man sagen. Null Schüsse aufs Tor beide, da ist die Statistik, die ist belegt. Da ist Burchert, kriegt ihn nicht richtig, Pfosten, fast das Eigentor. Ich wollte schon schreien, scheiße, der tropft selber rein. Ja, das war auch mit Abstand die krasseste Chance. Meierhöfer, Meierhöfer in der Mitte ist Willems! Boah! Erste Ecke im Spiel. Das ist echt ein schwaches Spiel von beiden. Ja, komm, 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 komm! Itten kann sich nicht durchsetzen, wird dann auch noch irgendwie zu Boden gebracht. Hallo! Oh. Itten! Zweite Reihe. Man muss es probieren. Oh, hier sehen wir nochmal das Vorhin vom Eigentor. Das war knapp. Ja, die probieren es aus der zweiten Reihe. Muss ja mal irgendwas passieren, so nach dem Motto. Jetzt! Jetzt! Komm schon! 79. 1:0, bitte! Ja, das bringt uns Zeit. Das bringt uns Zeit, Green, Ecke, jawoll. Ja, Einwurf. Wir haben Zeit, Jungs, wir haben Zeit. Eieiei. Es ist auch die zweite Minute schon rum, es ist Branimir Gotha. Gotha, der Ball ist vorbei, aber wir gewinnen. Es sind die drei Punkte, die wir seit Ewigkeit erwarten. Alter, das ist schon maximal frech, dass wenn wir gewinnen, dass Bochum auch gewinnt. Und das gegen Leipzig, gegen, ich gehe mal davon aus, immer noch Tabellenführer. Ja, jetzt nicht mehr, aber wahrscheinlich waren sie es vorher noch. Ja, natürlich, Union gewinnt auch. Weißt du, wenn wir gewinnen, gewinnen alle. Ist doch ein Witz, Alter. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es ein Witz ist, wenn wir so auf die Tabelle gucken, wir sind zwar jetzt immer noch Letzter, aber trotzdem, ich meine, wenn Platz 15 hat jetzt auch 4 Punkte, das heißt, wir sind mit Platz 15 sogar punktgleich und dann 14, 13 sogar 6 Punkte bloß, sag ich mal, also 2 mehr wie unten, wie wir. Es geht alles noch, ja. Jetzt spielen wir gegen Bochum. Das ist ein super schwieriges Spiel. Ich schätze auch ein, dass Bochum schon ein bisschen besser ist als wir. Aber das ist natürlich ein Spiel, wenn man den Abstieg vermeiden will, dann ist das schon wichtig. Lumisteria Films, deine Medienproduktion für jeden Zweck. Schau doch gerne mal unter www.lumisteriafilms.de. So, wir sind wieder zu Hause nach dem erfolgreichen Training. Oha. 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Alter. Das ist coole Spitze gegen Bochum. Direktes Aufsteiger-Duell. Absteiger. Ja, das wahrscheinlich. Die direkten Aufsteiger wieder direkten Absteiger. Aber das ist sehr interessant. Freue ich mich sehr auf dieses Spiel. Wir sollten zumindest einen Unentschieden rausholen. Gegen Bielefeld lief das ja schon mal richtig scheiße. Dieses etwas schwäche Mannschaften-Duell, sag ich mal. Willems probiert selber, Fehlentscheidung. Fokus Branimir Gotha, der trifft regelmäßig. Nielsen trifft! Yes! 7. Spielminute! Durch Hiebe angetrieben, voran mit aller Kraft. 1:0, Havert Niesen. Ja, Holtmann. Und er lässt mich stehen, Simon Zoller. Megaschwein. Da ist der Mann mit dem Tifo, Meierhöfer. Mit der Flanke auf Itten. Ah, jetzt ist er drin. Scheiße. Ich weiß nicht, ich wollte mich gerade beschweren. Ich glaube, Willems war nicht an der richtigen Position.
1-1 ist natürlich scheiße, 22. Minute. Irgendwer hat mich genervt. Ja, Willems war es, der sich da zu weit runterdrängen lassen hat und nicht oben war. Ich glaube, Burchert war dran, Pfosten und trotzdem ist er drin. Oh Gott. Danny Blum. Und der Ball auf Zoller, Burchert. Burchert zum ersten Bauer macht's ganz heiß. Es gibt einen Foul, es gibt einen Freistoß, gelbe Karte für Gamboa. Green. Und Nielsen. Yes! Wir gehen wieder in Führung. Meierhöfer den weg. Und dementsprechend gehen wir 2-1 in die Halbzeit. Oh Gott, da ist wieder einiges offen. Sascha Burchert. Chance ist noch nicht vorbei, das gibt's nicht. Hau ihn nur weg. Burchert stark. Itter muss rein. Oh Mann, ist hier Druck drauf auf dem Kessel, echt. Also ich kack mich wirklich richtig ein, das ist kein Spaß. Burchert. Eine Minute Nachspielzeit ist doch schon rum, ja! Yes! Alter, 7 Punkte. Ja, und natürlich guckt man da auf den herrlichen Tabellenplatz. Lumisteria Films, deine Medienproduktion für jeden Zweck. Schaue jetzt unser neues Musikvideo rechts oben beim i verlinkt. Stürmer Gangkam ist nicht zufrieden mit der Einsatzzeit, beziehungsweise Hertha ist nicht zufrieden. So, Red Bull Arena bei den Red Bull Dosen zu Gast. Schauen wir mal, was ein Gangkam macht. Burchert muss auf jeden Fall schon mal ran. Eckball. Wenn ja, dann würde ich das natürlich gerne machen. Jetzt ist es Timothy Tillman, der den Ball vorbeisetzt. Aber guck mal, die Gamefaces sehen echt gut aus. Auch von Leipzig natürlich, als ich gerade vorhin Silber gesehen habe. Ach ja, aber auch von Fürth. Freut mich, dass die auch zumindest einige Spieler dabei haben, wo es echt gut ausschaut. Ja, Ranimir. Gotha scheitert an Gulaschi, weil das einfach ein guter Torhüter ist. Das war so schön gespielt. Jetzt ist er drin. Ngunku macht das 1-0 in der 26. Spielminute. Nicht unverdient, aber auch nicht cool. Adams, Ngunku, Latte. Auf Tillman, auf Willems und ach du lieber Herr. 1-0. Ja, ein Gangkam, der hätte was machen können, aber naja, es geht so. Und da ist er ganz frei durch und boah, nochmal geblockt. Sascha Burcher mit der Parade und dann nochmal abgeblockt. Ja, da ist einiges offen, der Ball touchiert die Latte. Boah, diese Weitschüsse, na. 2-0, das ist bitter. Aber es ist auch nicht unverdient. Da steht nächstes Spiel wieder gegen RB Leipzig. Das bedeutet nicht, dass das ein Fehler ist. Boah, Burchert hat starke Reaktion, sondern dass das nächste Spiel das DFB-Pokalspiel wird. Und das hier der kleine Test davor. Und Ngunku. Hattrick, 82. Ah. 3-0, naja, das ist okay. Vielleicht geht noch was. Abiyama liegt zurück und ein Gangkam. Es ist tatsächlich ein Gangkam. Der ihr Tor macht, das kannst du nicht schreiben. Das kannst du keinem erzählen. Aber naja. Abiyama macht's gut. Entwischt hier sogar der Grätsche, weil er einfach ein schneller Spieler ist. Dann in den Rückraum gepasst, Grundlinie abgelaufen, in den Rückraum gepasst. Ein Gangkram. Netzt auch ein, stark gemacht. Erste Partie, erstes Tor. Freut mich für ihn. Ja, 3-1 Endergebnis. Ich bin gar nicht so unzufrieden, muss man tatsächlich sagen. Also dreimal ein Kunku, okay, ja. Aber dass wir uns so ein Tor hinten rausgemacht haben, einen Ehrentreffer und dass wir generell nicht untergegangen sind, ist durchaus positiv anzuerkennen. Hoffenheim verloren, Union verloren, Bielefeld verloren. Ist okay für uns. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Aber beim nächsten Mal wahrscheinlich ohne Mütze. Naja, gegen Leipzig das letzte Spiel verloren. Aber ansonsten
war das eine gute Folge. Wie seht ihr das? Lasst mal eine Bewertung da und schreibt es mir in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Freitag. Wiedersehen. Noch jemand da? Klebland Föhn.